Hallo und herzlich willkommen zusammen zu dem neuen Marmut Market Monday. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Ihr wisst, wie es abläuft. Wir haben heute wieder Martin mit dabei, der uns ganz, ganz viele spannende Fragen beantwortet. Und ich würde sagen, wir beginnen auch direkt mit der ersten Frage. Martin, an dich. Was hältst du persönlich von dem Börsengang mittels SPAC in den USA? Findest du, dass das ein Zeichen ist für eine Überhitzung auf dem Markt? Bevor wir dazu kommen, was SPACs sind, zuerst einmal zu IPOs, also Initial Public Offerings oder Börsengänge. Warum geht eine Firma an die Börse? Das hat in der Regel zwei Gründe. Die Gründe der Firma, die jahrelang ihr Geld und ihre Arbeit in die Firma investiert haben, wollen Kasse machen, einen Teil ihrer Aktien verkaufen und damit reich werden. Der zweite Grund ist, ein Teil der Aktien, die verkauft werden, das Geld wird dafür verwendet, das weitere Wachstum der Firma zu finanzieren. Wenn der Börsengang nur zu einem ersten dient, dann würde ich eher sagen, Finger weg. Wenn auch das zweite, also ein Wachstum finanziert wird, dann macht das durchaus Sinn. Nun ist es so, dass Investoren in der Regel sehr zurückhaltend sind, wenn es darum geht, in völlig neue Firmen zu investieren. Sie machen das nur, wenn sie extrem positiv auf die Märkte und auf diese Firma sind. Darum ist die Anzahl dieser Börsengänge auch immer ein gutes Zeichen, wie euphorisch die Märkte generell sind. Wir haben bereits im letzten Jahr und auch in dem Jahr zum Teil Börsengänge gesehen, wo die Firmen am ersten Tag an der Börse 20, 30 oder gar 50% zugelegt haben. Das ist wirklich ein Zeichen für den überbordenden Optimismus, den wir im Moment an der Börse sehen. Nun, wenn Sie teilnehmen möchten an so einem IPO, dann ruft man die Bank an und sagt, ich würde gerne zeichnen. Nun, wenn das jetzt ein Börsengang ist, der sehr beliebt ist und 5- bis 10-fach überzeichnet ist, dann werden Sie ziemlich sicher nichts bekommen. Denn die Banken teilen diese Aktien, die sie erhalten, ihren besten und größten Kunden zu. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, wie diese SPACs trotzdem zu profitieren. Nun, so ein SPAC ist einfach ein Vehikel, das in Börsengänge investiert. In der Regel ist das irgendein Investmentbanker, der früher in der Abteilung für Börsengänge gearbeitet hat. Der macht sich jetzt selbstständig und sagt, gebt mir 100 Millionen, und dann investiere ich in die besten Börsengänge und mit meinen tollen Beziehungen komme ich da überall rein. Das heißt, wenn man dort investiert, hat man keine Ahnung, was man kauft und wie das Portfolio aussieht. Sie investieren einfach in die Beziehungen dieser Person, die dieses SPAC führt. Von mir aus gesehen ist das das größte Zeichen der Spekulation und der überbordenden Märkte. Wenn man investiert, sollte man in etwas investieren, das man kennt, das man analysiert hat. Das ist bei einem SPAC nicht möglich. Das ist praktisch ein Blankoscheck, den man ausstellt. Ich würde darum eigentlich jedem Investor raten, bei solchen Vehikeln nicht mitzumachen, weil die Risiken schlicht nicht abschätzbar sind. Vielen Dank für deine Einschätzung. Wir konnten ja auch in den letzten Wochen sehen, dass die Fangaktien wirklich sehr gute Quartalszahlen geliefert haben. Denkst du, dass sich das jetzt weiterhin positiv auf die Entwicklung der Kurse auswirken wird? Wir hatten in den letzten Wochen die Gewinnausweise in Amerika der meisten größeren Firmen, der Technologiefirmen, aber auch aller traditionellen Firmen. In der Regel ist es so, dass etwa 60% der Geschäftsresultate, die bekannt gegeben werden, die Märkte überraschen, positiv überraschen, besser sind, als sie erwartet wurden. Nun, in den letzten 3 Wochen, die Resultate, die kamen, waren 85% der Firmen haben wesentlich bessere Resultate ausgewiesen, als erwartet wurden. Das ist extrem eine gute Zahl und man würde eigentlich erwarten, dass aufgrund von diesen extrem guten Zahlen zusätzliche Investoren bereit sind, diese Aktien zu kaufen. Das ist leider so eigentlich nicht geschehen. Das heißt, selbst die Technologiefirmen, die Fangaktien, die zum Teil extrem gute Zahlen ausgewiesen hatten, haben 2-3% höher eröffnet und sind dann langsam wieder zurückgegangen und zum Teil sogar am nächsten Tag im Verlust geschlossen. Das heißt, wir haben im Moment eine Situation, wo auch extremst gute Resultate nicht mehr Investoren anziehen, die bereit sind, in die Aktie zu investieren. Wir haben aber aufgrund der guten Resultate einige Investoren, die schon investiert waren,
die jetzt ihre Gewinne mitnehmen. Solches Resultat, dass bei so guten Ausweisen die Börse nicht weiter steigt, ist häufig eigentlich ein Zeichen, dass die Börse sehr überhitzt ist. Wir sind nach der Einbruch der Covid-Krise schon sehr stark wieder hochgekommen. Also es zeigt sich hier, dass wohl etwas vor sich geraten ist, dass man vielleicht einen Teil seiner Gelder etwas aus dem Markt rausziehen sollte oder in eher konservative Firmen investieren sollte, weil das doch sehr klare Anzeichen sind, dass die Märkte überhitzt sind und eine Korrektur nahe ist und die Korrektur anfällig sind. Und da sollte man vielleicht nicht alles auf die gleiche Aktie oder auf die gleichen Sektoren setzen. Sprechen wir mal vielleicht ein Thema an, was wir, glaube ich, noch gar nicht beim Marmot Market Mondays angesprochen haben. Gold befindet sich ja momentan immer noch in einer Konsolidierungsphase. Kryptowährungen, sei es Bitcoin oder die Altcoins, explodieren aber momentan nahezu. Hat jetzt Gold den Ruf als sicheren Hafen vielleicht verloren? Ich kann die Frage eigentlich getrennt beantworten. Zuerst mal Aussichten von Gold. Und sind Kryptowährungen das neue Gold? Wir haben in den letzten Monaten, eigentlich seit letztem November, einen Goldpreis gesehen, der eher gesunken ist. Nun, historisch gesehen, was ist Gold? Gold ist ein sicherer Hafen. Wenn Leute unsicher sind, Unsicherheiten in der Weltwirtschaft sind, kaufen die Leute Gold. Was ist der größte Konkurrent von Gold? Amerikanische Staatsanleihen. Heißt, wenn man auf sicher gehen will, kauft man entweder Gold oder amerikanische Staatsanleihen. In den letzten Jahren hatte man mit amerikanischen Staatsanleihen kein Geld verdient. Die Zinsen waren bei 0,7% oder tiefer für den 20-jährigen US Treasury. Seit letzten November sind die Zinsen aber von 0,7 auf 1,7% gestiegen. Das heißt, amerikanische Staatsanleihen sind attraktiver, zahlen jetzt einen Zins von 1,7%, Gold zahlt Nullzins. Das heißt, bei steigenden Zinsen sinkt der Goldpreis. Das ist eine Beziehung, ein Zusammenhang, der seit vielen Jahren so gilt. Das heißt, wir sehen diese Konsolidierung im Goldpreis, weil die amerikanischen Zinsen steigen. Auf der anderen Seite, wenn die amerikanischen Zinsen steigen, steigt der Dollarpreis und Gold ist in Dollar gemessen. Das heißt, für einen Schweizer Investor hat von diesem Rückgang von Gold nicht voll mitgemacht, weil er eben Währungsgewinne auf dem Dollar hatte. Wenn man jetzt beurteilen will, ob Gold wieder steigen kann oder nicht, dann ist es eine Beurteilung, was weiter mit den Zinsen in den USA geschieht. Die Zinsen in den USA hatten die höchste Aufwärtsbewegung seit letzten November, seit etwa 30 Jahren. Es ist daher anzunehmen, dass die Zinsen in Amerika jetzt ein bisschen stabil sind, leicht steigen, aber nicht massiv steigen werden. Darum sollte sich das Gold auch wieder konsolidieren. Generell kann man aber sagen, wir sind daran, dass die Covid-Krise beendet ist, die Wirtschaft wieder auf ihren normalen Weg zurückfinden sollte. Unsicherheit geht raus aus den Märkten. In der Regel ist das nicht gut für Gold. Also zusätzlich Gold kaufen würde ich im Moment nicht. Bestehende Goldpositionen würde ich eher zum Teil abbauen. Kleiner Teil kann man noch lassen. Man weiß nicht, was mit Covid geschieht. Plötzlich kommt eine neue Mutation. Alles beginnt von vorne. Und dann ist man gut, wenn man als Sicherheit vielleicht doch noch etwas Gold hat. Nun, warum ist Gold so beliebt für die Sicherheit? Wenn man zurückschaut, viele Jahre oder auch in Regionen, wo Krieg sind, wenn Sie Gold zu Hause haben, Sie können es in den Rucksack nehmen, Sie können woanders hin, Sie können ein neues Leben aufbauen. Gold hat hier eine große Sicherheit, auf der ganzen Welt wird es akzeptiert und darum gehen Investoren, die sehr unsicher sind oder denken, das ganze Wirtschaftssystem könnte zusammenbrechen, gehen in Gold als Sicherheit. Nun könnten Sie auch in Bitcoin gehen. Könnte Bitcoin das neue Gold sein? Bei Bitcoin ist halt ein bisschen das Problem, wie kommen Sie zu Geld? Also Sie können die Bitcoin zwar transportieren in einem USB-Stick und mitnehmen, wenn Sie aber dann ein Brot oder Lebensmittel kaufen wollen, müssen Sie zuerst eine Bank haben, ein funktionierendes Banksystem und müssen dort dann ein Konto haben, wo Sie dann Ihre Bitcoins in normales Geld transferieren können. Denn aktuell kann man mit Bitcoins vielleicht einen Tesla kaufen oder irgendwelche Waffen und Drogen, aber nichts, was Sie zum täglichen Leben
wirklich benötigen. Das heißt, in aktuellen Situationen sehe ich die Kryptowährung nicht als Goldersatz, einfach schlicht, weil man sie zu wenig transportieren kann. Auch wenn man große Krisen hat, Kriegssituationen, ist häufig so, dass die Banken geschlossen werden oder dass die Banken limitiert sind, nur eine geringe Anzahl Geld an ihre Kunden auszuzahlen. Wie gesagt, sie brauchen eine Bank, um die Bitcoins einzulösen. Von dem her sehe ich hier auch Schwierigkeiten und denke daher in aktueller Situation nicht, dass die Kryptowährungen ein Ersatz für Gold sein können. Wir haben ja gerade auch kurz das Thema Kryptowährung schon angesprochen. Da interessiert mich natürlich auch, was deine persönliche Einstellung, was deine persönliche Meinung zu Kryptowährung ist. Würdest du den Leuten da draußen raten, dass sie in Kryptowährungen investieren sollten? Gegenüber Kryptowährungen bin ich grundsätzlich ein bisschen kritisch eingestellt. Aber zu Beginn mal der letzte große Anstieg von Bitcoin, und ich spreche in der Regel von Bitcoin als die größte Kryptowährung, und die meisten anderen Kryptowährungen verhalten sich relativ ähnlich wie der Kurs des Bitcoins. Der letzte große Anstieg von Bitcoin wurde ausgelöst, als Tesla bekannt gegeben hat, dass man nun seine Autos mit Bitcoins kaufen kann und PayPal angekündigt hat, dass sie auch Bitcoins als Zahlungsmittel akzeptieren. Das führte zu einer größeren Akzeptanz im Wirtschaftssystem, größere Möglichkeiten, und darum ist der Bitcoin-Kurs sehr stark angestiegen. Also immer wenn solche News kommen, dass man den Bitcoin jetzt auch im normalen Leben verwenden kann, um etwas zu kaufen, zu zahlen, hat einen extrem positiven Einfluss auf den Kurs. Also wenn zum Beispiel ein Facebook, eine Google bekannt geben würde, man könne ihre Rechnungen, die Werbung jetzt mit Bitcoin bezahlen, dann geht es rasant nach oben. Es kann aber auch rasant nach unten gehen, und der Bitcoin hat eine sehr hohe Volatilität. Also es ist möglich, dass er innerhalb von 2-3 Wochen um 50% zulegt, aber auch, dass er in 2-3 Wochen um 50% runtergeht. Wann geht er runter? Das ist eine große Frage. Da ist die Frage mal zu beantworten, was ist ein Bitcoin wert? Wenn Sie in eine Aktie investieren, dann kann man sich überlegen, was hat eine Aktie wert, was ist eine Nestle wert. Das sind zum Beispiel mal die Firmengebäude, die Sie haben, die Büromöbel, alles, was Sie fest haben, das Sie verkaufen könnten, die Grundstücke, die Sie besitzen, dann aber auch die Markennamen, die einen Wert haben, und die zukünftigen Erträge, die man abdiskutieren kann. All dies kann man zusammenrechnen zu einem sogenannten inneren Wert, was eine Firma Minimum wert sein sollte, und basierend auf dem kann man sich überlegen, ob man eine Aktie kauft oder nicht. Nun, was ist der innere Wert von einem Bitcoin? Das kann man eigentlich nicht berechnen. Es gibt verschiedene Leute, die argumentieren, der Wert des Bitcoins sind die Energiekosten, die verwendet werden, um einen Bitcoin zu berechnen. Aber man muss sich bewusst sein, wenn man einen Bitcoin kauft, dann kauft man eigentlich etwas, was keinen inneren Wert hat, das also nur davon abhängig ist, ob mehr Leute es kaufen wollen oder nicht. Und das sind auch sehr große psychologische Faktoren, die einen Einfluss haben. Nun, vielleicht ganz kurz etwas in die Geschichte des Bitcoins. Der Bitcoin wurde gegründet oder ins Leben gerufen von Satoshi Nakamoto. Er ist ein Pseudonym, man weiß bis heute nicht, wer dahinter ist. Es ist aber klar, dass es eine Person war, die ein anarchistisches Denken hatte und die sich vor allem gegen die Notenbanken stellte und ihre Möglichkeit, die Geldmenge zu erhöhen, Geld immer wertloser zu machen. Darum wollte er etwas schaffen, wo niemand wie eine Notenbank zentral einen Einfluss hat und wo die Größe des Bitcoins limitiert ist, also keine Notenbank beliebig die Geldmenge ausweiten kann. Es war also, Bitcoin war von Anfang an eigentlich als Idee lanciert worden gegen die zum Teil desaströse Politik der Notenbanken, mit der Entwertung des Geldes eine Alternative zu bieten. Das heißt, der größte Konkurrent von Bitcoin sind die Notenbanken. Die Notenbanken haben jetzt gerade in der Krise bewiesen, was für Möglichkeiten sie haben, um in der Wirtschaft Einfluss zu nehmen. Jetzt können Sie sich überlegen, werden die Notenbanken in Zukunft einfach so auf ihren Einfluss verzichten wollen oder nicht?
Ich gehe davon aus, Sie wollen nicht darauf verzichten. Also jedes Mal, wenn der Bitcoin mehr über ihn gesprochen wird, wo darüber gesprochen wird, dass er als Alternative gilt, als neue Weltleitwährung, werden die Notenbanken sagen, so nicht, und werden irgendwelche Regeln einführen, damit man den Bitcoin weniger verwenden kann. Sprich zum Beispiel, dass die Banken nicht berechtigt sind, Bitcoin-Zahlungen anzunehmen. Die Notenbanken haben diese Möglichkeit, regulatorisch relativ stark in die Märkte einzugreifen und hier tätig zu sein. Einer der Basis von der Kryptowährung ist eben, dass es dezentral ist, niemand einen Einfluss hat und völlig anonym ist. Das zieht natürlich auch zweilichtige Gestalten an, die eben die Geldflüsse verschleiern wollen und das mit dem Bitcoin eben tun können. Das heißt, die Notenbanken können relativ einfach die Bedingungen für die Geldwäscherei, die Transparenzrichtlinien erhöhen, was automatisch gegen die Kryptowährung oder den Bitcoin geht. Das heißt, die Notenbanken haben immer einen großen Einfluss. Gewisse Ankündigungen, die sie machen können, Bitcoin 20, 30, 40% runterbringen in einer Woche. Wenn aber, wie zu Beginn gesagt, Firmen Bitcoins mehr akzeptieren als Zahlungsmittel, kann es auch entsprechend hochgehen. Zusammengefasst würde ich sagen, der Bitcoin hat keinen inneren Wert. Man kann nicht sagen, was er wirklich wert ist. Ist eine von mir oder eine reine Spekulationswährung. Wenn Sie Bitcoin kaufen, ist das wie wenn Sie ins Casino gehen. Man geht mit 100 Franken ins Casino, hat einen schönen Abend, geht wieder raus, hat aber keine, die 100 Franken in der Regel oder Euro nicht mehr, hat aber einen schönen Abend gehabt und kann allen Freunden davon erzählen. Das gleiche beim Bitcoin. Sie können Bitcoin kaufen, die Erfahrungen machen, in jedem Gespräch mitreden. Vielleicht haben Sie Glück und machen mal einen Gewinn, vielleicht auch nicht, aber Sie haben Spaß dabei gehabt. Und wenn Sie keinen Spaß daran haben oder das zu verlieren, dann sollten Sie auch nicht in Bitcoin investieren. Für das ist es einfach noch zu früh, die Einflussgrößen zu unberechenbar. Von mir gesehen ist Krypto auch eine Spekulationswährung und hat auch aufgrund der hohen Volatilität keinen Platz in einer soliden Asset Allocation. Kommen wir auch schon zur letzten Frage. Sell in May or go away. Denkst du, dass es dieses Jahr auch ein sehr, ja, empfehlenswertes Motto ist? Was ist da deine Einschätzung? Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Auch an der Börse gibt es solche Regeln. Eine der bekanntesten davon ist Sell in May and go away. Also man soll immer im Mai verkaufen, weil dann die Börsen runtergehen. Nur der richtige Spruch geht noch ein bisschen länger. Sell in May and go away, but don't forget to come back im Oktober or September. Also man soll im Mai verkaufen, im September und Oktober wieder kaufen. Wenn man die letzten 30 Jahre anschaut, ein Investor, der 30 Jahre am Stück investiert war, hat eine gewisse Rendite. Und ein Investor, der immer nur von September, Oktober bis Mai investiert war und durch den Sommer nicht, hatte eine Rendite, die zwei bis dreimal besser war als der Investor, der die ganze Zeit investiert geblieben ist. Von 10 Jahren, also in 10 Fällen, 8 davon, schneidet ein Investor besser ab, wenn er im Mai verkauft. Das ist aber über 30 Jahre. Wenn man die letzten 5 Jahre anschaut, 4 Jahre davon hatte man gerade im Mai bis Oktober die bessere Rendite. Das ist immer so ein Ding mit der Statistik. In dem Fall finden wir aber, diese Regel hat doch einen gewissen Hintergrund. Es gibt zwei Arten von Firmen, Dienstleistungsfirmen oder produzierende Firmen. Bei den Dienstleistungsfirmen, den großen, ist so, die bewerben sich für einen großen Auftrag. Die Firmen, die das kaufen wollen, stellen das Ende Jahr ins Budget, geben ihnen im ersten Quartal Bescheid, ihr kriegt nun den Auftrag und sie führen dann das Jahr durch den Auftrag durch. Im Sommer arbeiten sie an neuen Verträgen, kriegen aber erst im Herbst Bescheid, ob die Firma das ins Budget nimmt oder nicht. Das heißt, es gibt eigentlich sehr wenig positive News von diesen Firmen über den Sommer hinweg. Sie arbeiten ihre Verträge ab, erstellen die neuen Offerten. Es kommen also keine positiven News, die die Aktie hochheben könnten. Bei produzierenden Firmen ist es etwas ähnlich. Also zum Beispiel im Konsumgütersektor ist das größte Geschäft Thanksgiving und über Weihnachten. Dann noch die Nach-Weihnachts-Rabattverkäufe.
Aber im Frühling und im Sommer arbeiten sie an neuen Produkten, neuen Geräten, die sie dann an den Messen im Herbst vorstellen. Das heißt, auch bei diesen Firmen kommt eigentlich über den Sommer hinweg keine wirklich guten, positiven News raus, die die Kurse nach oben treiben könnten. Wir haben also eine Phase, wo relativ wenig positive Neuigkeiten kommen können, haben aber immer Leute, die Aktien verkaufen. Institutionelle schließen zum Beispiel vor den Sommerferien ihre Bücher, reduzieren das Risiko, weil sie über die Sommerferien, wenn nicht alle da sind, in der Regel nicht sauber entscheiden können, ob sie zusätzlich kaufen oder nicht. Die Regel hat das von uns gesehen einen doch recht guten wirtschaftlichen Basis und es könnte gut sein, dass in diesem Jahr genauso ein Fall eintrifft, wo man eben über den Sommer keine besonders gute Rendite hat. Was hier noch dazu kommt, ist, seit dem Ausbruch der Covid-Krise haben die Notenbanken alles versucht, um die Märkte zu stützen, die Geldmengen erhöht und auch verbal immer wieder eingegriffen, um die Märkte hochzupushen. Es zeichnet sich jetzt etwas ab, dass sich Covid etwas auf dem Rückzug befindet, die Impfaktion geht vorwärts und die Wirtschaft hat gute Chancen, im Sommer, Herbst wieder auf das ursprüngliche Level zurückzugehen und die Wirtschaft wieder normal läuft, wie vor der Covid-Krise. Das heißt, die Notenbanken müssen eigentlich auch wieder beginnen, jetzt die Notenbankgeldmenge zu reduzieren und sich langsam aus den Märkten zurückzuziehen, was dann für die Börse relativ gefährlich werden könnte. Wir sehen also relativ gute Chancen, dass dieses Sell in May and Go Away dieses Jahr geschehen könnte. Ist also sicher ratsam, vielleicht mal ein bisschen Risiko zu reduzieren und einen Teil der Gewinne mitzunehmen, die im letzten Jahr sich geöffnet haben. Vielen Dank, Martin, an der Stelle für deine zahlreichen Einschätzungen zu den ganz unterschiedlichen Themen, die wir diese Woche mal angesprochen haben oder in diesem Monat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Einen kleinen Einblick ins Marktgeschehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben geben. Wir sehen uns beim nächsten Mal.